Puh, was war das für eine letzte Episode da? Alter Schwede, das Spiel gegen Wiesbaden im DFB-Pokal. Ich glaube, die letzte Episode, da können wir alle sagen, da sind wir froh, dass wir da mit dem Sieg durchgekommen sind. Ich hoffe, ich habe da jetzt natürlich keinen gespoilert. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall alle, dass wir in der letzten Episode im DFB-Pokal gewonnen haben. Aber wer diese Episode nicht gesehen hat, den kann ich absolut ans Herz legen, sich die Episode anzuschauen. Denn die letzte Episode war so unfassbar spannend und das vor allem gegen den absoluten Underdog namens Wiesbaden halt eben. Das war schon echt verrückt, muss ich sagen. Wie was sei, Leute, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 20 Karriere mit Werder Bremen natürlich. In der heutigen Episode müssen wir gegen Union Berlin ran und ich möchte, bevor wir halt eben irgendwie so ein bisschen in die Partie reingehen, so ein bisschen etwas Triviales machen. Ja, ich möchte mit euch nämlich so ein bisschen über die Bundesliga halt eben jetzt sprechen, also nicht aus dem Real Life oder so, sondern halt eben wirklich aus der Karriere. Wir gucken uns nämlich so ein bisschen die Tabelle hier mal eben an und dann können wir auch gleich mal in die Spielerstatistiken reinschauen, sodass wir mal so ein bisschen, ich habe das halt zur Wintertransferzeit eben nicht gemacht, sondern so ein Halbzeit eben gezogen habe. Ich mache das jetzt einfach mal nach 20 Spieltagen, wird auch schon in Ordnung sein. Wir sehen auf jeden Fall, FC Bayern München befindet sich momentan auf Platz Nummer 1. Ich denke mal, die werden ihren Erwartungen auch irgendwie gerecht. Wir sehen es hier auch mit einer sehr, sehr extrem starken Tordifferenz von 39. Auch Dortmund dicht gefolgt. Tordifferenz von 30, das ist halt extrem stark. Wir sehen es auch, Bayern München nur 12 Gegentore nach 20 Spielen. Das ist schon aus dem Real Life jetzt übertragen, schon Liverpool-mäßig. Das ist halt wirklich übertrieben stark. Wir sehen aber, dass Dortmund und Bayern sich momentan punktegleich, also ja, auf den Plätzen, die befinden, beide mit 46 Punkten. Leverkusen dicht gefolgt, tatsächlich Vizekusen dicht gefolgt mit 45 Punkten. Das heißt also, unter Umständen kann auch Leverkusen damit attackieren. Und dann kommt der vierte Platz Leipzig mit zwar auch noch relativ nah, aber schon mehr auseinanderen Punkten. Ja, war das überhaupt Deutsch? Keine Ahnung. Von 39, das heißt also, bis Leipzig da irgendwie Leverkusen überholt und so weiter, das dauert noch ein bisschen. Aber ich muss echt sagen, der Titelkampf, der kann extrem spannend werden. Wir sehen auch schon auf Platz 6 sind wir momentan vertreten mit Werder Bremen. Wir sind auch tatsächlich nur 3 Punkte hinter Wolfsburg. Das Problem ist halt eben nur, dass Wolfsburg eine bessere Tordifferenz hat. Mein Gott, was ist heute mit meinem Deutsch auf einmal los, ey? Heute betone ich auch Sachen ganz, 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 ganz komisch. Wolfsburg hat auf jeden Fall 36 Tore halt eben geschossen. Wenn wir halt eben ganz kurz reinschauen, wir haben halt in Anführungszeichen nur 29 Tore geschossen. Wir haben zwar auch nur 17 Tore reingelassen, aber trotzdem, 29 Tore ist halt nicht die beste Ausgangslage. Trotzdem muss man an der Stelle sagen, Werder Bremen hier aus unserer Karriere eine unfassbar starke Saison, zumal man ja auch bedenken, da muss auf jeden Fall, dass wir eine Dreifachbelastung haben, ne? Man darf ja nicht vergessen, wir sind im DFB-Pokal noch vertreten, wir sind noch im Europapokal vertreten und in der Bundesliga müssen wir auch noch Leistung abrufen. Das heißt, auf jeden Fall extrem starke Leistung. Wir haben halt eben auch bisher 10 Spiele gewonnen von 20, 6 Spiele unentschieden, 4 Spiele Niederlage. Das ist halt wirklich eine echt krasse Ausbeute. Bin ich auf jeden Fall stolz auf uns und dass wir halt eben so eigentlich unsere Ziele momentan erreichen, dass wir halt, so wie es bisher aussieht, in die Europa League halt eben kommen. Mal gucken, was da natürlich noch kommt. Und jetzt gehen wir so ein bisschen hier runter und wir gehen jetzt mal zu Vereinen, wo man vielleicht nicht damit wirklich gerechnet hat, dass sie so weit unten sind. Beispielsweise haben wir Hoffenheim, die wirklich weit unten sind. Keine Ahnung, was da los war. Von 21 Spielen, 11 Spiele Niederlage, Schalke da unten, 14. Platz, 18 Punkte insgesamt nach 20 Spielen, das ist ja mal absolut zu wenig und das finde ich auch ganz geil, ganz krass, Paderborn da unten mit 3 Punkten nach 20 Spielen, da müsst ihr euch mal auf die Zunge zingen lassen, die haben 3 Unentschieden gespielt und sonst alles Niederlagen, die haben eine Tordifferenz von minus 48, das ist ja schon fast, wer war das nochmal damals, wer hat den Negativrekord in der Bundesliga aufgestellt, war das Tasmania Berlin oder so, glaube ich, ich weiß aber nicht, wie viele Punkte die hatten, ich glaube, die hatten auch nur einen Sieg aus einer Saison, oder, ich bin mir gar nicht zu 100% sicher, correct me if I'm wrong, ja, vielleicht weiß jemand da draußen natürlich, wie das bei denen so war, aber ich glaube, Tasmania Berlin hatte einen Sieg oder so und sonst irgendwie nur Niederlagen oder so, das war auf jeden Fall der Negativrekord in der Bundesliga, vielleicht recherchiere ich das ja nochmal am Ende des Projektes, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das am Ende des Videos oder des Projektes halt eben das recherchieren werde, Projektes vor allem, am Ende des Videos, wollte ich auf jeden Fall sagen, ist wahrscheinlich genauso hoch wie bei den ganzen Episoden, wo ich gesagt habe, dass ich Freistöße und Elfmeter trainieren werde. Also fast gen Null. Wie dem auch sei, so viel halt eben zur Tabelle an sich. Gucken wir mal ganz kurz hier in die Spielerstatistiken rein, zum Beispiel in den Torjäger-Statistiken. Da sehen wir auf Platz 13 kämpft sich Morales hoch, was halt krass ist. Natürlich, klar, Platz 13, man fragt sich so, okay, das ist halt, das, was hat das denn mit ziemlich gut zu tun? Wenn man sich überlegt, beispielsweise Timo Werner da oben, 18 Tore in 20 Spielen, Lewandowski dicht gefolgt mit 17 Toren in 20 Spielen. Absolut überragende Statistiken, vor allem auch Müller dabei mit 13 Toren in 20 Spielen, was ist denn da los? Ja, und dann kommt irgendwo da unten Morales
wer die Karriere vielleicht nicht so aktiv verfolgt hat, der das vielleicht auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber es ist halt tatsächlich so gewesen, dass Morales am Anfang in der Bundesliga fast keine Tore geschossen hat, sondern halt wirklich ausschließlich irgendwie in der Europa League da war und zur Stelle war. Und er kämpft sich halt jetzt momentan immer weiter hoch in der Bundesliga und schießt halt eben dann auch seine Tore. Aber ich glaube, das war es dann auch mit, ja, das war es dann tatsächlich auch mit den ganzen Bremer Spielern, die halt eben hier sind. Ich finde das auch krass. Matuidi ist ja auch mit drin, mit 6 Toren. Was macht ein Matuidi hier drin? Warum macht er so viele Tore auf einmal? Und ich sehe es hier, André Schürrle ist bei Hoffenheim. Auch interessant, krass. Naja, so viel auf jeden Fall zu diesen Statistiken. Ich gehe mal zur Torvorlage weiter. Wir sehen es Marco Reus, Lewandowski auch mit dabei. Finde ich auch extrem krass auf jeden Fall. Haben wir da irgendeinen Spieler von uns irgendwie mit dabei? Nee, tatsächlich nicht. Keiner unserer Spieler kommt in die Torvorlagenliste rein. Das ist natürlich echt erschreckend, muss ich sogar sagen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber es sind so übliche Verdächtige irgendwie mit dabei. Havertz hast du hier beispielsweise dabei, Julian Brandt hast du irgendwie mit dabei, Kevin Campbell und so. Damit hat man schon gerechnet. Man hat Daniel Bayer mit dabei mit 5 Vorlagen und so. Ja, okay. Ohne Gegentor. Pavlenka, da sehen wir es, auf Platz 6 mit sogar 6 Spielen ohne Gegentor. Das finde ich klasse. Pavlenka ist mit dabei direkt. Und da unten sehen wir sogar Capino mit 2. Das finde ich auch ziemlich cool. Capino hat sich auch irgendwie mit hier reingeschlagen. Manuel Neuer oben unangefochten. Wir haben es ja auch vorhin gesehen gehabt. Die hatten ja, was war das, 12 Gegentore oder so in der gesamten Saison gehabt. Ja, da müssen viele Spiele auch gewesen sein, die sie zu 0 gespielt haben. Von daher absolut verständlich. Kuhn Castells, finde ich, ist sogar tatsächlich jemand, das finde ich sogar extrem krass, auch im Real Life jetzt beispielsweise, wie der sich hochgekämpft hat. Kuhn Castells, wer es nicht weiß, der war ja auch schon mal bei Bremen geliehen. Bremen hatte ja für eine Zeit lang mal so ein extremes Torhüterproblem gehabt. Da hatten sie zum Beispiel so Leute gehabt wie Sebastian Mielitz oder Raphael Wolf oder so. Und das waren halt, die waren ja alle grausam. Dann gab es noch Felix Wiedwald, der ein bisschen besser war, aber echt auch nicht so wirklich das i-Tüpfelchen war. Und Castells haben sich dann auch mal geliehen. Castells war auch schrecklich im Tor. Und irgendwie bei Wolfsburg jetzt momentan auch im Real Life und so weiter, der ist halt wirklich extrem stark geworden. Der war ja auch beispielsweise, das war ja auch der Torwart, erinnert ihr euch noch an Stefan Kieslings Phantomtor, wo er ja Kopfball gemacht hat und ins Außennetz gekommen ist und dann im Tor drin war und der Schiedsrichter sich so dachte, so, ja doch, das ist ein klares Tor. Da war Kuhn Castells auch beispielsweise im Tor. Da weiß ich noch, da habe ich große Sympathiepunkte verloren an Castells. Nachdem er dann im Interview befragt wurde, so, also natürlich wurde er auch befragt als Torwart, der eigentlich dann sozusagen einer der Hauptakteure des Phantomtors halt eben war, wurde er halt eben befragt, ja, wie haben Sie das gesehen und so weiter. Und dann hat Castells halt eben die Antwort gegeben, ich gucke ja nicht auf den Ball, wenn ich den parieren muss. Wo ich einfach, also wieder mir so vor den Kopf gehalten, da mir so, was ist das für eine blöde Aussage? Natürlich musst du gucken, wo der Ball hinfliegt, wenn du da springst. Und er hat so gesehen, aber nö, ich habe nicht gesehen, wo der Ball hinfliegt, ja. Egal, darum geht's ja gar nicht. Also, das finde ich auf jeden Fall cool, die Statistik hier. Auch, dass Castells sich hochgekämpft hat und so. Guter Mann. Wir sehen jetzt gelbe Karte hier. Rekick haben wir da oben. Mit 5 gelben Karten haben wir hier in Bremer eigentlich auch. Wir haben keinen Bremer mit dabei. Wir sind sehr faire Spieler. Ja, Rekick mit dabei. Rekick auch bekannt als sehr aggressiver Spieler natürlich. Yusuf Paulsen auch mehr bekannt dafür. Also auch verständlich irgendwie. Aber 5 gelbe Karten gibt es nur bei einem tatsächlich. Nach 15 Spielen bei Rekick. Wie sieht es bei roten Karten aus? Oh, Samaseku, mein Liebster. Wir sehen es auch Morales mit da unten. Was war denn mit Morales? Wann hat Morales eine rote Karte bekommen? Weiß das jemand von euch zufällig? Schreibt es mir in die Kommentare. Wann hat Morales eine rote Karte in der Bundesliga bekommen? Das muss doch noch eine gelb-rote gewesen sein oder so, ne? Oder? Der hat doch nicht glatt rot jemals bekommen. Egal. Wir sehen so wie Samaseku da oben mit dabei mit 2 roten Karten. Brutalster Spieler der Bundesliga. Und ansonsten, naja gut, okay. Ansonsten nichts wirklich Spannendes. Und das war es dann auch schon mit den ganzen Tabellen und so weiter. Und jetzt kommen wir auch eigentlich zu dem, was ihr wahrscheinlich auch sehen wollt in der Episode. Und zwar ein Spieltag gegen Union Berlin. Aber zunächst einmal gehen wir eben ganz kurz in die Pressekonferenz rein. Warum es auch immer gegen Union Berlin auf einmal eine Pressekonferenz gibt. Aber ich nehme daran mal teil. Sie spielen nach wie vor besser als alle erwartet haben. Das europäische Geschäft scheint im Bereich des Möglichen. Können Sie weiterhin solche Leistungen zeigen? Ich würde sagen, wir sind nach wie vor gut drauf. Ja, ich glaube, das trifft es am besten. Wir haben ein klares Ziel und wir sind nach wie vor gut drauf. Grund dafür ist eine positive Einstellung, ja. Gehen Sie mit einer besonderen Strategie ins Spiel gegen 1. FC Berlin? Alle werden 100% geben. Das ist unsere Strategie. Gegen SVW in Wiesbaden haben alle Spiele überzeugt und ich gehe absolut davon aus, dass wir auch diesmal wieder 100% geben werden. Absolut. Im letzten Spiel gegen 1. FC Union Berlin konnten sie klar gewinnen. Was erwarten sie sich im heutigen Duell? Wir wollen den Sieg. Wir wollen wiederum einen Sieg. Korrekt. Jawohl. Das ist der absolute Plan und ich denke mal, alle anderen Pläne können wir über Bord werfen. Das wollen wir auf jeden Fall uns holen. Hier sehen wir es nochmal. Spätes Tor für Füllkrug sichert Bremen den Sieg. Das war so ein heftiges Spiel, ohne Scheiß. Das war so spannend, ey. Ohne Mist. Nach der Aufnahme war ich erstmal komplett vollgeschwitzt. Das war so unfassbar spannend. Naja, wie dem auch sei. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Ich weiß nicht, ob ich mit irgendeinem Spieler oder so gesprochen hatte, den ich spielen lassen wollte.
bei Jimo, genau, den haben wir ja spielen lassen. Füllkrug sagt ja die ganze Zeit, der weint ja auch schon die ganze Zeit, sagt er nochmal so, ja, ich brauche Einsätze, dann muss ich den Verein wechseln und so. Ja, ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich meine, der ist ja ein wichtiger Spieler bei uns, das haben wir ihn ja vertraglich halt sozusagen mehr oder weniger gebunden damit. Aber ich glaube, nee, ich habe hier keinen, oh mein Gott, Golla, ey. Oh mein Gott, wenn ich das schon wieder sehen muss. Aber bei Jimo hat ja schon gespielt. Mal gucken, vielleicht spielt er einfach nochmal irgendwann, man wird es ja schon sehen. Ich muss sowieso ein bisschen rotieren, ich habe halt nur nochmal sicherheitshalber nachgeschaut, ob da irgendein Spieler war, bevor ich irgendeinen Spieler nach dem Spiel wieder traurig mache oder so, das muss ja auch nicht sein. Also, ein bisschen rotieren muss ja sein. Spieler sind halt angeschlagen vom DFB-Pokal von vorhin. Ich pack mal Rex mit nach vorne. Müsste funktionieren. Kondok Bia hat eine gute Ausdauer, wenn ich mir das hier mal anschaue. Das freut mich sehr. Ist ja auch sehr physisch stark. Wie gesagt, der hat ja einen ziemlich starken Körper und so. Bittencourt kann ich mal rauswerfen. Nelson dafür. Moisander packe ich mal raus. Ah, ja, okay, Friedel, da wäre es halt jetzt cool gewesen, hätte ich halt schon Innenverteidiger. Komm, Groß kommt mit rein, Pavlenka kommt raus, Capino kommt dafür rein, die Bank mache ich jetzt gleich. Henrich spielt. Augustinsson will ich eigentlich wirklich wechseln. Das Problem ist aber, wie soll ich den denn jetzt wechseln, ne? Ich habe einen Plan. Wisst ihr was? Ich probiere mal was. Komm, Trainer müssen auch mal ein bisschen was ausprobieren. Ich mache das, ja doch, ich versuche mich mal ein bisschen aus. Wir machen mal eine Dreierkette heute. Heute probiere ich mich mal ein bisschen blind aus hier. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktionieren wird. Dreierkette ist eigentlich bei mir sogar gerne gesehen. Ich bin tatsächlich sogar ein Fan von der Dreierkette. Ich könnte das ausprobieren. Aber ich bin am besten eigentlich von dem hier gerade überzeugt tatsächlich. Weil dann hätten wir halt eben zwei ZDMs, die da stehen, die sowieso halt minderte Abwehrkette halt eben unterstützen. So, ich glaube, davon bin ich jetzt gerade ein großer Fan. Ich glaube, das müsste MS hier sein. Rashica könnte auch spielen, aber ich hätte gerne Rashica als Flügelspieler, wobei Henrichs könnte er auch sein. Dann kann ich es ja so machen. Nelson, Henrichs, das ist schon mal super so. Augustinsson kommt natürlich raus. Für Augustinsson kommt rein. Ja. Wen werfen wir denn da mal rein? Gruev könnte ich rein theoretisch, wobei den kann ich auf die Bank setzen, ne? Weil dann werfe ich einfach mal Cuisance dahin, der kann bestimmt auch noch ein bisschen. Das heißt, Rex und Cuisance passen hier auf, wobei ich finde, Kondok Bia sollte vielleicht ein bisschen mehr hinten agieren, weil der halt eben, wie gesagt, Körper hat. Rex war offensiv immer mit gut dabei, wobei Cuisance hat bessere offensive Stats, also mache ich das mal so. Veljkovic in der Mitte ist schon gut so. Ja, wer hier auf den Außen ist, ist eigentlich relativ egal. Friedel ist natürlich noch ein Außenverteidiger oder kann rein theoretisch da auch spielen. Von daher ist vielleicht die linke Seite gar nicht mal so schlecht für ihn. In der Mitte lasse ich mal Veljkovic drin, weil der halt so ein stabiler, halt typischer Vorstopper-Innenverteidiger eben ist. Morales theoretisch noch auswechseln gegen Füllkrug. Komm, mache ich einfach mal. Ja, doch, das sollte so funktionieren. Ich nehme Szymanski wieder mit, den können wir rein theoretisch wieder einwechseln gegen Bittencourt. Ich nehme Pizarro auf jeden Fall wieder mit. Den alten Hasen da gegen Morales. Lang nehme ich mit als Auswechselmöglichkeit. Ich packe Augustinsson raus, nehme Gruev für ihn mit. Ich nehme Eggestein auf jeden Fall mit. Dann hätten wir halt eben hier noch so einen Flügelspieler. Ah, wird schon funktionieren. Gruev dann halt eben, der das Mittelfeld irgendwie mitstärken kann. Szymanski theoretisch ja auch, weil er ZOM spielen kann. Also das heißt, ZM kann ich den auch werfen. Oder MS, rein theoretisch, wenn es halt nötig ist, kann ich das auch machen. Und Moisander kann ich den wechseln. Ja, gut, gegen so einen Wiemann beispielsweise könnte ich den halt wechseln. Pavlenka müsste einspringen, auch wenn er ein bisschen angeknackst ist, falls irgendwas mit Capino passieren sollte, aber ich glaube, das sollte funktionieren. Aber ich denke mal, rein theoretisch können wir dann auch so in die Partie reingehen. Ich muss mal ganz kurz reinschauen, ob Rashica Ausdauer 75, das überrascht mich sehr, dass der halt echt so wenig angeschlagen ist tatsächlich. Cuisance hat auch keine so tolle Ausdauer, also wie gesagt, Kondok Bia ist natürlich absolute Weltklasse. Du hast hier eine Ausdauer von 84, der hat da übelst Körper, wir sehen es ja, Stärke 93, Leute, 93 Stärke. Wenn du gegen den in den Zweikampf gehst, dann gibst du ihm ja freiwillig den Ball ab, weil du Angst hast, dass er sich umcheckt, Alter. So, und Henrich spielt dann einfach ein bisschen offensiver. Sollte schon funktionieren, Henrichs kann das bestimmt ganz gut. Was hat er für einen Flankenstat? Flankensätze auf 75 passt, 75 passt. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir auch schon die Partie. Wir spielen tatsächlich in Bremen, auch gar nicht mal so unwichtig. Das heißt, die Fans, neben Subotic sehe ich da gerade, gar nicht mal so unwichtig, denn wir versuchen uns hier jetzt gerade an eine neue Aufstellung, die ich noch gar nicht mit Werder Bremen gemacht habe. Das heißt, für die gesamten Spieler ist es jetzt etwas komplett Neues und ich glaube, im Training haben wir das Safe Call auch noch nicht. Oh Gott, Freistoß. Jetzt kann ich euch direkt mal zeigen, was ich so gelernt habe, Leute. Ach, scheiße, in die falsche Richtung. Aber wobei, kommt noch ganz gefährlich. Ich habe tatsächlich, man mag es mir kaum glauben, aber ich habe tatsächlich ein bisschen trainiert sogar. Warte mal. Ah, okay, never mind. Ja, ich habe vielleicht doch nicht trainiert. Also so ein bisschen habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, YouTube-Videos geschaut und so, aber so ein richtiges Training und so, was Freistöße und Elfmeter angeht, habe ich noch gar nicht gemacht. Also 14 Minuten hier im Video rumgequatscht und jetzt kommen wir auch endlich in die Partie mit rein. Werder Bremen gegen Union Berlin im Wohninvest-Stadion
Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich hoffe, die Fans sind alle gut drauf. Wir brauchen euch alle nämlich jetzt, denn neue Aufstellung. Die Spieler brauchen jetzt halt eben neue Kraft. Gegen Union Berlin, die letzte Episode war dann ja auch ein Sieg natürlich. Das heißt also, ein paar Spieler, die hier natürlich hier spielen, sind jetzt alle gut drauf, weil die halt ein absolut tolles Spiel halt eben hingelegt haben und weil es jetzt so ein spannendes Spiel war. Also, auf geht's ins Spiel. Nelson. Nelson schon mal Körpertäuschung, kommt da aber leider nicht durch. Er liegt erstmal noch, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Veljkovic wird da umspielt vom Polter. Ja, Obacht, aber deswegen war es für mich auch so wichtig, so viele ZDMs dabei zu haben, weil die unterstützen jetzt natürlich die Verteidigerlinie, die nicht so stark aufgestellt ist. Reichel, Cuisance ist nicht da. Klar, auf den Flügeln fehlt jetzt ein Außenverteidiger. Die Flanke führt aber absolut ins Nichts. Gar keine Chance hier für Union Berlin. Und Capino kann sich zum Abschluss bereit machen. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass die Abwehrlinie jetzt ein bisschen höher natürlich steht. Aber das sollte schon funktionieren. Friedel beispielsweise hat sich da angeboten. Komm, da spielen wir in die Mitte. Schön. Auf Kondog Bia, der sich da bereit gemacht hat. Rex. Komm, spielen wir nach vorne. Da läuft Rashica nämlich an. Der Mittelstürmer. Heute eigentlich auch eher ein Schattenstürmer. Füllkrug. Füllkrug, der ja auch mehr spielen wollte. Der Einsatz zeigen möchte. Füllkrug mit dem Schuss. Ah, direkt Gikiewicz in die Hände geschossen. Mann, Mann, Mann. Das muss so ein eiskalter Stürmer ein bisschen besser machen. Ein bisschen mehr ins Eck schießen. Aber wir sind ja auch gerade erst bei der 10. Minute hier in der Partie. Von daher, Rashica schön den Ball abgefangen. Ja, da ist ja noch alles möglich. Cuisance sieht Füllkrug laufen. Spiel mal auf Henrichs, komm, der kann mal reinflanken, wenn es sein muss. Henrichs, erstmal ein bisschen Dribbling und jetzt flankt er rein, direkt zum Keeper rein theoretisch, aber da steht Rashica, ist aber ein Abseits gewesen, Abseitsposition. Ich glaube schon bei Cuisance war schon Abseits, oder? Sehe ich das richtig? Ja, auch er war schon absolut im Abseits, aber das war auch nicht die beste Flanke. Gerade noch getestet, wie das aussieht mit der Flanke bei Henrichs und dann war das halt sowas. Polter wird angespielt, Polter kommt auch ran. Ja, aber Rex, ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen schneller beim Ball, Friedel. Der bringt ein bisschen Tempo mit, das finde ich super als Innenverteidiger. Rashica wird angespielt. Unten läuft Henrichs, schön gemacht von Rashica. Henrichs, kommst du da ran? Nicht ganz. Hübner hat den Ball, klärt den auch. Kopfball starker Rex? Nee, nicht ganz. Kondog Bia jetzt. Ah, schade. Da wurde er vom Prömel ein bisschen ausgeguckt. Andersson, jetzt Union Berlin in unserer Hälfte. Obacht, Kondog Bia, haut ihn da fast um. Mees, wieder auf Andersson. Andersson hat jetzt Freiraum, könnte schießen, schießt auch. Aber Capino ist sicher und hält den Ball. Oder pariert den, müsste man besser sagen. Es gibt einen Eckball für Union Berlin. Da sahen wir noch nicht so ganz gut aus mit der Abwehr. Ich war auch in den letzten Episoden, in den letzten Spielen auch nicht so zu 100%, außer Toprak, aber der ist jetzt ja gerade nicht da, nicht zu 100% zufrieden mit der Abwehr, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Die haben sich ein bisschen komisch angefühlt beim Laufen. Jetzt müssen wir aufpassen, Gogia bringt den rein. Amatei wird da angespielt. Wir wollten den klären, hallo. Cuisance, mach nicht sowas. Da war ich nicht so allzu zufrieden mit der Verteidigerlinie. Deswegen ist es natürlich umso blöder. Ich wollte ihn gerade spielen, gerade auf Henrichs spielen. Ich habe ihn gerade da anspielen wollen. Und jetzt halt eben noch ein bisschen angeschwächter durch die Dreierkette, die wir halt eben nur haben. Der kommt rein, Capino. Meine Güte. Das wird ja gefährlicher, als es sein muss. Rashica. Rashica. Jetzt können wir einen kleinen Konter auffahren. Die sind noch nicht alle da aus ihrer Hälfte. Schön, Füllkrug gesehen. Füllkrug jetzt mit ein bisschen Platz. Oben läuft er. Nein, der Pass kam nicht durch. Füllkrug, was sollte das denn? Das war der einfachste Pass, den er jetzt machen können. Oh, wie er seinen Körper eingesetzt hat. Wunderschön, richtig stark. Schade. Cuisance. Nee, kommen wir auch nicht mehr so ganz ran. Schade, aber richtig gut den Körper eingesetzt von Großter. Das gefällt mir richtig. Gogia. Ganz unten ist Mees komplett frei. Mees spielt auf Polter. Polter schießt. Capino. Oh mein Gott, Capino mit der absoluten Heldentat. Wunderbar. Hat bei Pavlenka gelernt, bei der Krake. Schön. Aber ganz, ganz große Chance da gerade gewesen für Union Berlin. Und jetzt kommen wir wieder. Nelson, renn doch bitte mit. Kondog Bia rennt auch weiter. Schön mit der Hacke gespielt. Hacke Spitze 1, 2, 3. Kondog Bia jetzt auf dem Außen. Ah, ich wollte ihn gerade zurückspielen auf Nelson, der da oben frei war. Der kann das ein bisschen besser mit dem Flanken. Der ist ja auch ein gelernter Flügelspieler. Wollte aber nicht so, wurde abgefangen und jetzt ist Andersson durch. Obacht. Groß möchte hinterher. Veljkovic passt lieber beim Polter auf. Ist das, glaube ich? Bin mir nicht sicher. Groß, da musst du doch rankommen. Capino. Mann, 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 Mann. Ist so. Nichts Ganzes und nichts Halbes. Es ist irgendwie noch nicht so das, was ich hier sehen möchte von Werder Bremen. Das sind noch nicht so die Bremer, die heiß sind auf den nächsten Sieg, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie im Angriff gefällt mir das auch noch nicht so ganz. Ich musste vielleicht nochmal so individuelle Taktiken oder sowas einstellen. Rashica! Schön gesehen! Schieß! Yo! Boah! Oh, was ein Spielzug! Oh mein Gott! Niklas Füllkrug, ich habe ihn vorhin noch kritisiert für seinen absoluten Fehlpass auf Nelson. Und dann sieht er da Rashica komplett durchstarten. Rashica mit Präzision und Kraft. Das ist ein richtiger Schattenstürmer. Ich habe es vorhin gesagt, ein richtiger Schattenstürmer. Klar, natürlich eigentlich halt eine hängende Spitze, kein Schattenstürmer. Bei Rashica kann man sich mehr eine Schattenstürmer als Rolle halt eben vorstellen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass ein Schattenstürmer halt eben ist. Und so muss es ein Schattenstürmer eben auch machen. Wunderbar rausgespielt. Milot Rashica mit dem dritten Tor in der Bundesliga. Boah, fühlt sich das super an. Und boah, war das bockstark rausgespielt.
oh mein Gott, und gerade noch gesagt gehabt, das sind nicht die Bremer, die sich den nächsten Sieg holen wollen. Und dann kommt auf einmal sowas bei raus. Wunderbar. 1-0 führen wir. Ich glaube, in der 33. Minute oder 32. Minute wurde das Tor gemacht. Ah, wen haben wir denn da oben? Friedel. Obacht. Der bringt den rein, aber Groß hat den sicher. Groß! Oh mein Gott. Glück im Unglück. Was hat denn Groß da gemacht? Vor allem, ich sag gerade noch, der hat den sicher. Auf einmal knallt er den da komplett zum Gegner. Ja, ich hoffe, Groß wurde nicht gekauft vom Gegner, ey. Das sah sehr gekauft auf, die Aktion. Naja, noch ist alles gut. Noch ist alles mehr oder minder sicher. Komm, oben. Siehst du ihn? Nelson, schön. Nelson. Ja, der Gegner will ihn nicht so wirklich attackieren. Der möchte nicht wirklich in den Zweikampf gehen. Das gefällt Nelson natürlich nicht. Schön gespielt. Lauf weiter. Nein. Oh, ich habe gerade Füllkrug losstarten sehen. Der wollte gerade die Abwehr beginnen zu überlaufen. Wäre der Pass durchgekommen. Ich möchte nicht zu viel erzählen, aber ich glaube, das hätte das nächste Tor gegeben. Friedel. Oh, wie er den rettet. Auf der Linie. Wie der den gerettet hat. Das wirst du im Real Life niemals sehen. Boah, was eine bockstarke Grätsche eigentlich gewesen ist. Groß. Ah, war das abseits oder was hat der? Nee, ich wollte gerade sagen, weil er da komisch rumwedelt da mit der Flagge. Wir sehen es hier, Kingsley Coman wechselt für 77,4 Millionen von Bayern zu Liverpool. Liverpool wird noch stärker. Die ja wohl, ich denke mal, indiskutabel oder undiskutabel, keine Ahnung, was das Wort jetzt gerade ist, die beste Mannschaft der Welt ist oder zumindest Europas. Der Welt hat man ja noch nicht getestet, aber man kann davon ausgehen, auch der Welt ist und so. Verstärkt sich dann nochmal mit Kingsley Coman. Wie krass ist das denn bitte? So, wir sehen jetzt nochmal 2 Minuten Nachspielzeit gibt es. Dann geht's auf in die Halbzeitpause. Schön, Rashica wird da angespielt. Oben, na schade, bisschen weiter gespielt. Nelson hätte dann so ein bisschen seine Geschwindigkeit nutzen können, wäre durchgekommen. Egal, der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gehen auf in die nächste Halbzeit jetzt gleich. Oh mein Gott, ey. Da muss man einfach an der Stelle sagen, ey, das ist also ein cooles Spiel bisher. Ein wirklich cooles Spiel. Neven Subotic sehen wir hier nochmal wieder, schon wieder. Bayern führt 1-0 gegen Leipzig, die führen sich, also die könnten ein bisschen den Vorsprung ausbauen, aber wir sehen es hier mal ganz kurz. Leverkusen führt auch 1-0 gegen Dortmund. Wir haben vorhin uns die Tabelle angeschaut und wir wissen, dass Leverkusen irgendwie ein Punkt hinter Dortmund oder so ist. Von daher mit einem Sieg ist Leverkusen auf dem 2. Platz. Ihr natürlich, Standardplatz, gar keine Frage, Vizekusen, wir wissen es alle. Aber das wird dann trotzdem extrem spannend oben im Kampf. Das Beste wäre natürlich, Best-Case-Szenario, irgendwie Bayern spielt unentschieden oder verliert gegen Leipzig oder so. Also zumindest für Leverkusen. Das wird krass da oben. Wolfsburg führt auch 1-0 gegen Düsseldorf. Und ansonsten Gladbach spielt noch gegen Köln. Oh, Gladbach gegen Köln ist auch ein sehr, sehr krasses Spiel dann. Gutes Derby. Und dann geht's auch schon los in die 2. Halbzeit. Ich hoffe, wir sind ganz gestärkt jetzt wieder. Oder wir kommen jetzt ganz gestärkt in die nächste Halbzeit. Bisher ein super Auftritt eigentlich tatsächlich. Also ich bin nicht zu 100% zufrieden. Die ersten 20 Minuten war ich ein bisschen enttäuscht von der Leistung von uns hier. Oh, schön von Rex hier. Klasse gemacht. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber oh mein Gott, Konter Pierre wird von hinten gestört. Ich wollte gerade sagen, das würde ja wohl ein absolutes Foul gewesen sein. War ich noch nicht zu 100% zufrieden. Aber ich muss sagen, also dann so die letzte Zeit in der ersten Halbzeit, die war dann wirklich bockstark. Füllkrug. Sieht wieder Rashica durchstarten. Oh, starke Grätsche da gewesen. War das Subotic? Das war Subotic. Krasse Grätsche da. Veljkovic von hinten. Gutes Tackling. Konnok Bier. Nee. Unten. Siehst du Nelson? Bring die Flanke rein. Füllkrug aus der Drehung. Oh, schade. Hätte er denn ein bisschen höher gespielt, die Flanke, hätte Füllkrug vielleicht ja sogar einen Fallrückzieher versuchen können. So musste er aus der Drehung schießen und das ist dann natürlich absolut keine Gefahr. Weil, naja, mach mal. Also, du musst schon irgendwie Robert Lewandowski sein, damit du den aus der Drehung halt wirklich extrem gefährlich aufs Tor bringen kannst. Von daher, absolut keine Schuld an Füllkrug. Hoher Ball, da kommen wir ran. Und jetzt sind wir durch. Rashica, jetzt sind wir durch. Gegen Neven Subotic. Nee, gegen den Keeper. Boom! Oh, Doppelpack. Milot Rashica. Da vermöbelt er sogar schon die Eckfahne. Boah. 2-0. Es ist der Wahnsinn. Dieser Milot Rashica, auch im Real Life, man muss es einfach sagen, der Leistungsträger bei Werder Bremen, wenn nicht sogar, also mit Pavlenka der beste Spieler bei Werder Bremen momentan, hat einen Abschluss, der Junge. Das magst du kaum glauben. Ich glaube, das ist genau die Position, die er braucht. Diese Dreierkette, die ich da eingestellt habe, ist genau auch die Formation, die Werder Bremen irgendwie braucht anscheinend. Die der Verein irgendwie die ganze Zeit benötigt hatte, das wollte ich sagen. Rashica mit dem Doppelpack, das ist genau seine Position anscheinend. Wir wissen jetzt also, wollen wir Rashica oben sehen, müssen wir ihn ins MS stecken. Also schön als Mittelstürmer einsetzen. 2-0 jetzt für uns. Da haben wir nochmal irgendwie so ein bisschen die Unterschrift auf die Leistung, die ich jetzt vorhin nochmal in höchsten Tönen gelobt habe. Das hat er gut gemacht, der Mees. Henrichs hat auch so ein bisschen damit gerechnet, wurde aber ein bisschen ausgespielt. Anderson wird angespielt, wieder auf Mees. Groß kommt schon mit hochgelaufen, zieht jetzt natürlich eine Lücke in der Innenverteidigung. Polter mit Freiraum, Prömel, das machen sie super. Union Berlin mit dem Schuss, Capino!
Ey, dieser Keeper ist nicht von dieser Welt. Der hat wirklich von Pavlenka gelernt. Der hat von Pavlenka gelernt. Pavlenka ist natürlich immer noch um Welten besser, aber ey, der hat extra Stunden bei Pavlenka genommen. Oh, wo soll der Pass denn hin? Veljkovic. Der sitzt aber nicht. Der muss das nächste Mal besser. Wir verlieren hier so blöd den Ball, weil der taumelt. Mees. Mees, schießt er oder passt er? Er schießt. Spitzenwinkel. Den machst du nicht immer rein. Aber es wird nochmal gefährlich. Ach, jetzt gibt es nochmal einen Eckball. Die wechseln. Ich wechsle noch nicht. Das gefällt mir noch ganz gut hier mit der Mannschaft hier. Flanke kommt rein. Cuisance ist der größte Spieler. Und jetzt wechseln wir. So. Nach diesem Eckball wechseln wir jetzt mal. Also Kondogbia hat sich auf jeden Fall eine Pause verdient. Der hat jetzt da zwei Spiele schon gespielt. Da setze ich jetzt mal Gruev sogar tatsächlich ein. Und Rashica hat bisher ein wunderbares Spiel gemacht. Den setze ich jetzt auch mal raus und packe mal tatsächlich Szymański mit rein. Rashica hat das super gemacht und so. Der hat sich eine Pause verdient. Wir führen jetzt hier 2-0, wie gesagt. Und das ist halt eine absolute Oberleistung hier. Von daher, mal gucken, auf wie sich der Szymański halt eben jetzt wieder mal ja, so spielen lässt. Ich denke mal, in der letzten Episode hat Szymański das eigentlich ganz gut gemacht. Wenn er halt am Ball war, hat er gezeigt, dass er halt auf jeden Fall lauffreudig ist. Da läuft er nämlich schon wieder. Gerade wollte ich es ansprechen. Schade, kam nicht durch. Gerade angesprochen, weißt du, und dann zeigt er schon wieder, dass er ein sehr lauffreudiger Spieler ist. Füllkrug kommt da nicht ran. Oh, Passweg eigentlich schon wieder gut zugestellt. Prümmel auf Gentner. Christian Gentner bei Union Berlin, das wusste ich gar nicht. Oh. Gefährliches Ding. Füllkrug fängt an zu taumeln. Gogia auf Gentner. Ich glaube zumindest, dass Christian Gentner ist. Bülter oben komplett frei. Cuisance muss ein bisschen Bedrängnis stellen. Schön gemacht von Cuisance. Abgefangen. Grätsche führt ins Nichts leider. Nummer 8 Polter. Nummer 9 ist das. Entschuldigung, Anderson war ja wohl absolut im Abseits. Komm, das musst du auch mal pfeifen. Der war ja wohl im Abseits, Freundchen. Der war nicht im Abseits. Ich glaube, ich kacke in den Teich. Anthony Ucha kommt rein. Alter Bremer war das auch mal. Erinnere ich mich auch noch dran. Dann ist er irgendwie nach China gewechselt oder so. Wegen dem Geld. Wer denn auch sonst? Dann ist er wiedergekommen, weil er in China. Ich glaube sogar für 10 Millionen Euro oder sowas war das. Egal, da unten sehen wir Nelson. Schön. In der Mitte Szymański, der ist nicht der kopfballstärkste Spieler. Der wird auch gar nicht angespielt, sondern Henrichs. Szymański gegen den Keeper. Henrichs kommt da auch nicht ran. Szymański vor allem gegen den Keeper. Rex. Rex kommt da ran. Henrichs. Unten siehst du Füllkrug. Szymański. Szymański. Oh, Szymański. Oh, wird da reingegangen. Stell dir mal vor, dieser... Ich habe gerade meinen Controller so auf meine Tastatur geschmissen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch, Alter. Ey, stell dir mal vor, der Jugendspieler Szymański hätte jetzt das Ding reingemacht. Egal, die Gefahr lebt noch. Die Pille ist noch heiß. Ganz gefährlicher Einwurf. Komm, ich werfe den einfach jetzt zu dir. Ah, nee. Das wollte ich so nicht. Szymański, das war absolut mein Fehler. Mach es sicher. Nee, mach es nicht sicher. Das war nicht gut, Szymański. Das war nicht gut. Hast noch nicht so viel Körper. Bist ja auch noch jung und so. So, schön abgefangen. Jetzt wieder ganz langsam, ganz vorsichtig. Wir müssen hier nichts anbrennen lassen. Wir führen 2-0 relativ sicher. Oh, was ein Fehlpass. Nelson kommt da nicht ran. Zu hart gespielt. Obacht. Werfen den weit nach vorne auf Polter. Polter jetzt also ganz mit nach hinten gekommen für den Einwurf. Gentner am Ball. Auf Prömel wird da gespielt und der kommt auch nicht an. Ah, oder? Prömel setzt sich durch gegen Cuisance. Okay, es wird auch gefährlich. Bülter. Könnt wieder auf Prömel schießen. Spielen meine ich natürlich. Oder er schießt einfach gleich selber. Veljkovic schon ausgespielt. Prömel. Boah, knapp über die Latte gegangen. Ne, wir gucken jetzt nochmal, dass wir nochmal wechseln können. Irgendein Spieler wird wahrscheinlich, genau, zum Beispiel Cuisance, ist übertrieben angeschlagen. Den werfe ich mal raus und ich packe mal Eggestein rein, damit der sich auch nicht halt darüber beschweren kann. Warte mal, ich tausche den aber tatsächlich gegen Henrichs, weil Henrichs ist halt ein... Wobei, nein, ich mache es viel intelligenter. Ich wechsle das... Oh, Leute, schaut euch das mal an. So, Veljkovic jetzt gegen Rex. Jetzt hat Veljkovic seine gewohnte DM-Position und Henrichs dann gegen Groß. Ist zwar immer noch Innenverteidigung, aber halt... sozusagen rechte Innenverteidigung. Es sollte so funktionieren, hoffe ich jetzt einfach mal. So ein bisschen umgestellt. Szymański bleibt hier in der Mitte. Eggestein kriegt auch wieder seinen Einsatz, bevor er auch irgendwie rumweint, dass er zu wenig Einsätze bekommt. Oh, weiter geht's, okay. Union Berlin ist aber auch garstig. Ist gut mit dabei. Die wollen auf jeden Fall auch natürlich das Tor machen. Man hat ja schon gesehen, wie gefährlich Underdogs werden können und so. Oh, oh, kein guter Pass. Szymański liegt auf dem Boden. Ich hoffe, der ist nicht verletzt. Da kommen wir ran. Oh, warum klärst du den so blöd, Henrichs? Ganz ehrlich, warum so doof? Gut, dass ich dich da eingesetzt habe auf der Position. Eggestein kommt da nicht rein. Ran meine ich natürlich. Flanke kommt. Oh, oh, oh. Wie war das denn geklärt? Oh, das ist doch ein brutales Foul gewesen von Veljkovic. Gott, das war ja ein übelst starker Schuss. Das war doch ein brutales Foul von Veljkovic. Ich meine, ich beschwere mich nicht. So gibt es halt keinen Freistoß. Gruev, gerade eingewechselt. Jetzt am Ball. Füllkrug. Ganz unten läuft Nelson wieder. Jetzt aber Tempo. Schön. Nelson nimmt den klasse mit gegen Amatei. Nein. Ach, wobei. Eckball. Hey, das nimmt mich so mit. Ich wollte das eigentlich nach oben machen, so als McGeady-Spin oder so. Aber naja, hat nicht so gut funktioniert, wie ich es wollte. Egal, es gibt einen Eckball. Wir können wieder ein bisschen Zeit rausbringen und vielleicht sogar ein bisschen Torgefahr. Rex bringt die rein. Flanke kommt. Füllkrug steht da. Kopfball stark. Ah! Okay, nee. Ja, es hätte gefährlich werden können, aber Füllkrug, ich weiß nicht, wie kopfball stark der Junge ist. Oh, guck mal. Guck mal auf der Karte.
Hier, wie sie die Leute nach vorne schicken. Die wollen unbedingt die Tore jetzt machen. Ja, kommen wir da ran. Rex gegen Subotic. Schöne Grätsche. Subotic ein bisschen mit Gefahr. Passweg wurde abgeschnitten. Oh, guck mal hier. Oh, Mann. Ich wollte gerade sagen, Subotic wusste da nicht so ganz genau. Warum nicht auf Veljkovic an der Stelle? Reichel. Joachim Reichel wahrscheinlich. Jetzt denkt er gleich, aloha, hey, hey. Nelson. Szymański? Ah, schade. Der ist auf jeden Fall nicht kopfballstark. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Die Kopfballposition von Szymański ist anscheinend komplett für den Arsch. Ah, Veljkovic kommt da nicht ran. Gentner spielt auch. Oh, Gentner wieder angespielt. Gruev. Ah, kommt da auch nicht ran. Becker und Gentner jetzt die ganze Zeit immer noch im Doppel. Jetzt mit Prömel mit dabei. Uja auf den Flügeln, was auch immer der da treibt. Rex kommt da nicht ganz ran. Uja bringt den rein, aber ohne Probleme. Eggestein hat den sicher. Vielleicht kriegen wir nochmal den letzten Angriff hier irgendwie raus mit Eggestein. Lauf, mein Liebster, lauf. Komm, zieh durch. Zieh durch, Junge. Zieh! Eggestein. Ah, hier, faul, mein Freund. Ah, okay, der pfeift einfach direkt ab. Schade, ich dachte, ich kriege nochmal den Freistoß. Bisschen Torgefahr oder so. War auch vielleicht, muss man an der Stelle auch sagen, ein bisschen Zeitspiel. Ja, das muss man auch sagen. Es gehört zum modernen Fußball mit dazu. Egal, Leute, wir haben 2:0 gewonnen. Wunderbares Ergebnis. Bin extrem zufrieden, auch mit der Leistung eigentlich hier. Auch Capino war wirklich ein super Keeper. Oh, 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 wir gehen ganz schnell weiter. Interview nach dem Spiel. Bayern München gewinnt 2:0 gegen Leipzig. Und oh, Leverkusen unentschieden gegen Dortmund. Schade, schade, Marmelade. Leverkusen hat die Chance gehabt, Dortmund zu überholen, um das da oben noch spannender zu machen, als eh schon ist. Kam aber leider nicht dazu. Das heißt, Bayern hat jetzt einen guten Punktevorsprung. Also, was wollt ihr mir hier für Fragen stellen? Warum hat Van de Beek keine Spielzeit erhalten? Na ja, hallo, der, ja, was soll die Frage denn? Wir haben ein gutes Ergebnis geholt, aber statt das anzuerkennen, fragen sie mich so einen Quatsch. Es blieb heute draußen, er blieb heute draußen, weil ich nicht aufgestellt habe, so einfach. Meine Güte, nochmal eins. Superleistung, ne? Superleistung von Rashica, ihr Kommentar. Grandioser Auftritt von Rashica, gar keine Frage. Rashica hat mich heute wirklich beeindruckt, das war eine super Leistung. Der nächste Sieg hat es den ersten FC Union Berlin ihrer Meinung nach gut gespielt. Hat es Union Berlin ihnen zu leicht gemacht. Wir waren besser, ja. Das muss man sagen. Wir haben Respekt vor dem Gegner und der Gegner hat gut gespielt, aber SV Werder Bremen war einfach besser. Korrekt, danke, jawohl. Das ist eine Antwort, die ich geben würde als Drogenbaron an der Stelle. In der nächsten Episode müssen wir sogar tatsächlich, glaube ich, schon ein relativ hartes Spiel irgendwie so haben, ne? Genau, gegen Leipzig und dann geht's auch schon los in der Europa League, Alter. Das kann extrem interessant werden. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das da ablaufen wird. Wir sehen es hier nochmal. Rashica erzielt Doppelpack beim Bremen-Sieg gegen Union Berlin. Wunderbar. Hier nochmal die Jugendspieler, die wir hochpushen. Guckt doch mal an, wie viele Werte da hochsteigen. Das ist ja ein Traum, da wirst du ja feucht. Wunderbar. Szymański und Piotrowski steigen absolut in den Himmel. Augustinsson, was hat er? Wo drückt ihm den Schuh? Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte sie bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Das bist du doch auch. Ja, okay, du bekommst deine Chance. Gebe dir eine Chance, hoffentlich bist du Aufgabe gewachsen. Hä, woher kommt das denn? Augustinsson ist der absolute Oberstammspieler in der Außenverteidigung. Was für Gerüchte und so. Egal, ich steck da nicht drin. Wir simulieren jetzt wieder nach vorne, sodass wir in der nächsten Episode dann sogar tatsächlich gegen den punktegleichen oder gegen die punktegleichen Leipziger spielen werden. Das heißt, mit einem Sieg können wir die Leipziger überholen. Mit einem Unentschieden ändert sich nichts, genauso wie mit einer Niederlage. Außer Gladbach gewinnt dann halt eben und würde uns überholen. Ich glaube, Frankfurts Tordifferenz war nicht so gut wie unsere. Das heißt, die können es nicht überholen. Das wird interessant. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, das seid ihr auch. Das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Episode dann auch erfahren. Leute, wenn euch diese Episode gefallen hat, natürlich Daumen hoch, würde mich freuen und supporten. Bis zur nächsten Episode. Haut rein, tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal.